Ich glaube, dass wenn man als Frau in der Öffentlichkeit steht, in welcher Weise auch immer, man fast Beschimpfungen nicht aus dem Weg gehen kann. Ich glaube, dass zu dieser Öffentlichkeit aber auch ein Twitter-Account reicht oder ein Facebook-Account reicht und da eine starke Meinung. Ich glaube, dass wirklich viele Frauen, und das habe ich auch viel zugeschickt bekommen in den letzten Monaten, viele Frauen allein durch das, dass sie auf Social Media sind, Beschimpfungen kriegen, Todesdrohungen kriegen. Und natürlich ich auch schon oft genug. Vor der Stichwahl der Bundespräsidentschaftswahl waren es viele Vergewaltigungsdrohungen, aber eben nicht ein ich vergewaltige dich oder ich werde dich vergewaltigen, sondern ein du solltest vergewaltigt werden, du bist selber schuld, wenn du vergewaltigt wirst, weil du dafür bist, dass Flüchtlinge zu uns kommen. Das letzte war, ich wünsche dir ein langes Leben, weil ein langes Leben im Wissen, dass du schuld bist, dass Frauen vergewaltigt werden, ist schlimmer als der Tod. Da kriege ich halt dann schon auch solche Sachen. Sind meistens anonyme Accounts, fast immer eigentlich. Auf Facebook, glaube ich, sind es eigentlich ausnahmslos anonyme Accounts gewesen bis jetzt. Was es auch noch gibt, ist Facebook-Postings, also die jetzt keine Privatnachrichten sind, sondern wo auf einer Seite über mich geschrieben wird. Die gehen dann aufs Körperliche zum Beispiel. Also die sollte mir mal einblasen, die wird auch noch einen fetten Arsch bekommen. Also wirklich so dieses abwertende, versachlichende, objektifizierende, einfach sie ist was, mit der man, also die man einfach nicht als Mensch wahrnimmt und nicht als der Mensch, der eine gewisse Arbeit leistet, sondern das ist eine Frau, mit der sollte man die Dinge machen können. Und wenn sie einen fetten Arsch kriegt, ist sie sowieso nicht mehr glaubwürdig. Dann gibt es noch eine Verein Freunde der Tagespolitik, die haben zum Beispiel, das ist eine öffentliche Seite mit mehreren 10.000 Fans, glaube ich, die haben mal den Kopf von mir auf so einen Junkie mit einer Spritze in der Hand montiert. Das Posting gibt es bis heute, weil man nicht weiß, wer diese Seite betreibt. Und wenn man das Foto ist oft genug gemeldet worden und es verstößt laut Facebook nicht gegen Community Standards. Ich checke auf jeden Fall Twitter und Facebook ganz viel, am meisten Twitter, weil ich glaube, dass auf Twitter halt einfach am meisten Hass passiert. Insofern, den man halt mitkriegt, also direktes Feedback. Auf Facebook gibt es dieses direkte Feedback wenig. Wenn dann vielleicht noch die Kommentare unter dem Artikel. Aber das sind oft so blöde Kommentare, das ist halt nicht mal ernstzunehmend. Also es ist weder eine Bedrohung, noch ist es Kritik, konstruktive Kritik sowieso nicht. Es ist halt irgendwelche Sachen. Ich lese meistens die Kommentare nicht, weil ich glaube, dass es für mein Seelenwohl besser ist, wenn ich sie nicht lese. Und eigentlich immer nur halt, ich schreibe dann sowas wie Bussi oder cool, danke oder manchmal auch gar nichts. Wenn was richtig, richtig arg schlimm ist, schreibe ich halt trotzdem irgendwas. Aber nicht böse. Was man ganz extrem merkt oder was ich extrem merke, ist, wenn auch nur von mir irgendeine Reaktion kommt und die Beschimpfung davor kann ganz arg gewesen sein. Wenn auf einmal von mir eine Reaktion kommt, dann merken die Leute, boah, da ist jemand. Das landet nicht einfach nur im ADAS-Ordner, sondern das liest auch jemand, weil dieser ADAS-Ordner gehört einer Person. Und dann auf einmal kommt so ein, nein, so war das gar nicht gemeint, ich habe das anders gemeint, Entschuldigung, ich war in dem Moment so wütend und musste das tippen. Das merkt man und das tut dann auch wieder gut, weil du merkst schon, Personen reagieren sich ab, aber wenn sie merken, dass da ein Mensch ist, weil Reaktion kommt, dann haben sie es oft gar nicht so gemeint, was die Nachricht natürlich nicht rechtfertigt, die ursprüngliche. Meine Reaktion hat sich vielleicht dahingehend verändert, dass ich vielleicht ein bisschen besser mit Kritik umgehen kann. Mit Beschimpfungen konnte ich immer schon umgehen, weil die Beschimpfungen mir irgendwie wurscht sind, weil ich sie nicht so ernst nehme. Mit Kritik lerne ich umzugehen, aber Kritik tut mir trotzdem oft noch weh. Also wenn jemand was einfach nicht mag, was ich tue, tut es mir einfach weh. Und das nehme ich oft persönlich und ich versuche es dann eh zu verstehen. Und ich verstehe auch, dass es Leute gibt, die überhaupt nicht mögen, was ich mache. Aber das nehme ich irgendwie persönlich. Wenn jetzt jemand sagt, du gehörst vergewaltigt, dann ist es kurz so, wow, aber es ist halt einfach nichts gegen mich. Es ist was gegen Frauen. Es ist was gegen Frauen, die offen ihre Meinung aussprechen. Aber ich sehe das dann nicht als Schlag gegen mich, sondern ich denke mir dann jetzt erst recht, weil jetzt bin ich erst recht laut, um uns eine Stimme zu geben, um Frauen eine Stimme zu geben, um Frauen, die Hasskommentare kriegen, eine Stimme zu geben. Wir haben nichts Institutionalisiertes in der Redaktion. Wir lesen es uns gegenseitig vor. Wenn ich jetzt sagen würde, ich will Kommentare anzeigen, dann würden wir das sicher auch tun, dann hätte ich auch, weiß ich, die Unterstützung. Bis jetzt habe ich es nicht gemacht. Ich ärgere mich auch oft über mich selber, dass ich das selber noch gar nicht gemacht habe.
weil halt dann wirklich schon mal was kam, so sehr sexualisiert, wenn ich Sex mit dir habe, kostet das mehr als 100 Euro, darf ich dich dabei würgen, können wir Sex haben auf einem, ich glaube, abgestochenen Flüchtling, solche Sachen, was keine Drohungen waren, was einfach widerlich war. Und ich mir dann in diesem Moment gedacht habe, das könnte ich schon anzeigen, aber ich habe es nicht getan, weil es dann zu viel Arbeit für mich ist, weil ich mir denke, oh, ich will das alles nicht, ich will, das ist mir einfach zu mühsam. Und ich habe dann die Kommentare auf Twitter gemeldet. Der Account war für einen Tag gelöscht, die Kommentare waren weg und dann war der Account wieder da. Es hat genau nichts gebracht. Aber ich weiß, wenn ich anzeigen wollen würde, dann hätte ich die Unterstützung, aber ich habe es bis jetzt nicht getan.